Dann wurden in Cupertino zwei neue Produkte, beziehungsweise eigentlich drei, zwei iPhones und eine Smartwatch vorgestellt. Und wir sprechen jetzt über das Thema Apple mit Christoph Schmidt, Analyst von der NMF AG. Schönen guten Tag, Herr Schmidt. Guten Tag. Ja, beginnen wir einfach mal mit der Smartwatch. Also irgendwann hat Steve Jobs mal gesagt, was Apple baut, werden die Kunden lieben. Jetzt gibt es ein ganz neues Produkt, eine Smartwatch eben, die Apple Watch, nicht iWatch, was ich sehr ungewöhnlich finde. Werden die Kunden dieses Produkt auch lieben? Ich könnte mir schon vorstellen, vom Design her ja. Ob das für jeden Kunden aber auch etwas ist, was er sich gerne leisten möchte, ist eine andere Geschichte. Ich denke, es ist erstmal ein Luxusprodukt, was sicherlich einige technische Finessen hat, aber es ist Nummer eins. Ja, also das Produkt Nummer eins ist das erste Modell. Ich denke, erst ab dem zweiten, dritten wird es vielleicht überhaupt erst ein Massenmarkt, den auch die, die anderen ansprechen, die jetzt nicht unbedingt die Early Adopters sind. Was hat denn die nicht iWatch, eben die Apple Watch, was andere Smartwatches vielleicht nicht haben? Was kann sie mehr? Gar nicht so viel, ja. Also die meisten Smartwatches haben diesen Health Kit, also dieses Checken vom Puls, Sensoren, die Bewegungen und so weiter aufzeichnen. Also alles, was man vielleicht beim Joggen bräuchte oder überhaupt beim Sport, das hat natürlich die iWatch auch, aber haben die anderen auch. Eine ähnliche Akkulaufzeit laut Gerüchten, auch wenn Apple sich dazu nicht geäußert hat. Was bleibt da noch über? Ich denke mal das Design. Beim Design haben sie sich wirklich sehr viel Mühe gegeben. Da gab es ja bisher auch keine großen Spekulationen drüber, das ist wirklich ja mal ein Geheimnis gewesen und da hat man schon sehr filigran gearbeitet mit sehr viel Liebe zum Detail und die anderen Konkurrenten haben da relativ langweilige Modelle eigentlich gebracht, vielleicht mit Ausnahme von Motorola. Jetzt hatte gestern Tim Cook ja die Watch als One More Thing angekündigt. So eine ganz große Überraschung war es aber nicht. Viele hatten ja wirklich schon seit langem darauf gewartet, dass sie endlich vorgestellt wird. Jetzt kommt sie auch erst nächstes Jahr raus. Warum ist es denn schwer geworden für Apple wirklich noch mit Innovationen oder beziehungsweise ja zu überraschen, eben die Apple-Janer? Ja, das Überraschen ist schwierig, sobald was in die Produktion geht und dann natürlich auch nach einem Event sofort in den Markt gehen kann, dann ist es vorher schon raus auf den Blogs und in der Presse, weil das aus den Fabriken immer raussickert. Also man ist schon darauf vorbereitet. Nur wenn wirklich was aus dem Labor kommt, kann man noch überraschen, aber es gibt auch immer Erwartungen. Das ist einfach so, das war vielleicht vor vielen Jahren noch nicht so, als man noch nicht so viele Fantasie hatte, was Apple alles noch bauen könnte. Damals hat man Apple ja doch eher als Computerkonzern gesehen. Und das bringt einfach die Zeit mit sich. Jetzt haben wir es hier schon eingeblendet. Das iPhone 6 ebenfalls gestern vorgestellt. In der normalen Version und in der Plus-Version-Variante wird es das Ganze geben. Was ist denn jetzt an diesen iPhones? Da war auch viel im Vorfeld schon bekannt. Was ist da denn wirklich neu? Wirklich neu ist, eigentlich auch schon bekannt, die Größe 4,7 Zoll und 5,5 Zoll. Da schließt man einfach die Lücke zu Android und Windows Phone, die ja schon diese Phablet-Größen produzieren. Und das war ja ein Nachteil eigentlich für Apple bisher, weil die Kunden das ja noch sehr annehmen. Jetzt wollen wir mal schauen, ob das beim iPhone dann noch genauso sein wird. Man bietet aber auch nach wie vor 4 Zoll Modelle an. Also man hat die komplette Bandbreite jetzt, auch mit Einstiegspreisen. Aber die größeren Modelle sind natürlich entsprechend teurer, das muss man nicht vergessen. Jetzt wurde ja auch dieses Apple Pay eingeführt mit diesem Chip. Gibt es ja schon länger, die Technologie hat sich nicht so richtig durchsetzen können. Könnte sich das jetzt ändern mit Hilfe eben des neuen iPhones? Ja, das kann schon sein, aber man darf auch nicht vergessen, dass sich Apple sicherlich erstmal auf den amerikanischen Kontinent oder den amerikanischen Markt konzentriert. Dort ist das Bezahlen mit Kreditkarte ja eh schon Gewohnheit. Bei uns ist es ein bisschen schwieriger. Ich denke mal, bevor das global wirklich greift, da wird noch einige Zeit vergehen. Und die Konkurrenten von Amazon, Google über PayPal, von eBay zum Beispiel, die werden ja auch nicht ruhen, sondern werden auch entsprechend ähnliche Produkte bringen, die ähnlich funktionieren. Und dann werden wahrscheinlich mehrere Systeme miteinander konkurrieren. Ich weiß nicht, wie das dann an der Kasse aussehen soll, ob das dann ein Gerät sein wird oder mehrere, die dann dort stehen müssen. Es ist nicht so leicht, aber Apple probiert es mal und die ersten Eindrücke sind eigentlich ganz zuversichtlich. Dann abschließend vielleicht noch Ihre Einschätzung zur Aktie, zur Apple-Aktie. Wie fällt die aus? Ja, die Aktie ist sehr gut gelaufen in der Vergangenheit und wie gesagt, die Erwartungen waren ja auch schon da. Ich denke mal, es wird mal eher eine Konsolidierung sehen. Für jemanden, der noch neu einsteigen will, die würde ich abwarten. Oder falls der Aktienkurs wirklich nach oben ausbrechen sollte, das wäre ein Zeichen, dass die Anleger so viel Erwartungen oder so positive Erwartungen haben, dass man da vielleicht auch mal mit dem Trend investieren könnte. Dann sage ich besten Dank, Christoph Schmidt, für das Interview. Gern geschehen. Also, sie wurde angekündigt, die Apple Watch am gestrigen Tage. Eine neue Innovation. Es gab einige in der Historie von Apple, die wollen wir uns jetzt mal hinter mir anschauen. Da gab es also in den letzten Jahren wirklich einiges. Wir müssen zurückgehen bis ins Jahr 1984, denn damals wurde der erste Macintosh veröffentlicht. Natürlich
Das war der Ausgangspunkt des Ganzen. Dann hat man aber eine kleine Krise durchlaufen und erst 98, als auch Jobs wieder zurückgekommen ist zu Apple, hat man den iMac veröffentlicht und damit wurde das Comeback von Apple eigentlich eingeläutet. Damit ging es wieder bergauf für den Konzern. Eine ganz große Innovation war dann auch der iPod. Es war nicht der erste MP3-Player, der hier 2001 auf den Markt kam, aber er hat das ganze Segment revolutioniert und im Grunde hat man dann wirklich fast nur noch iPods gekauft, wenn man eben einen MP3-Player wollte. Die anderen gerieten dann doch eher in Vergessenheit. Und natürlich in Verbindung mit iTunes hat sich das dann wirklich bezahlt gemacht für Apple. 2007 ebenfalls eine ganz große Innovation. Das iPhone 6 wurde gestern vorgestellt, das allererste 2007. Auch da, es gab schon Smartphones, aber das iPhone war dann doch nochmal einen Tick besser. 2010, die letzte große Innovation vor der Apple Watch, das war das iPad. Eben hat auch nochmal so für ein Beben auf dem Tabletmarkt gesorgt. Und jetzt, ich habe es mehrfach erwähnt, 2014 die Apple Watch und nicht iWatch. Wir haben auch diverse Analystenratings für Sie, Apple, nach der Präsentation. Wie sehen die Analysten? Stehen die momentan zur Aktie? Die Berenberg Bank, die bleibt bei ihrem Votum Sell. Das Kursziel, das neue Kursziel, liegt aber immerhin ein bisschen höher. Es wurde von 51,43 $ auf $60 angehoben. Und Macquarie sagt Outperform als Einstufung. Das neue Kursziel ist ebenfalls etwas höher als das alte. Von $102 ist man hier hoch auf $104. Wir gucken auf Dialog Semiconductor, wird hinter mir gleich schon eingeblendet. Einer der Apple-Zulieferer und demnach natürlich profitiert man dann auch immer, wenn Apple liefert. Die Aktie heute ist hier ein bisschen unter Druck. Das liegt halt auch dem, dass man jetzt doch, ist dem geschuldet, dass man hier doch ein paar Gewinnmitnahmen sieht. Auch eben bei Apple, so auch hier. Es geht nach unten auf das Niveau von 22,55 € hier bei Dialog. Also hier sehen wir,